Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cinema 8 Film Review. Ja, ihr Lieben, heute habe ich mal einen Film im Gepäck, wie ich ihn eigentlich liebe, so schön für einen Sonntagnachmittag, ach, auf der Couch liegend und sich dann diesen Film reinziehend. Dazu noch eine Tasse Kaffee oder einen Tee, das ist wunderbar. Die Rede ist von einem Film der sogenannten Sandalenschiene. Also Sandalenfilme waren ja immer diese Herkules-, Samson-, Odysseus-Geschichten. Und so einen Film habe ich mir jetzt geholt, geschaut und den möchte ich euch heute vorstellen, nämlich Die Höllenhunde des Genghis Khan. In diesem Film geht es um Genghis Khan, der gestorben ist. Also der ist am Anfang, der kommt da gar nicht mehr drin vor, aber Genghis Khan ist gestorben und seine drei Söhne sollen jetzt sein Reich übernehmen. Das tun sie auch, misstrauen sich natürlich gegenseitig. Jeder versucht den anderen zu übervorteilen, wo es irgendwie geht. Und als sie letzten Endes eine Stadt erobern, nehmen sie deren Prinzessin gefangen und natürlich auch dann ihr Reich als Beute. Aber sie wissen immer noch nicht, wo der legendäre Schatz dieser Stadt verborgen ist. Es gibt einen Intriganten, der natürlich die Prinzessin hintergangen hat und mit den Mongolen zusammenarbeitet, der dann auch das Versteck des Schatzes erfährt. Zwischenzeitlich kommt ihnen aber Marco zu Hilfe, also ein Herkules, muskelbepackter, ähnlicher Typ, der kurzerhand mit den Mongolen so ein bisschen im Anfang aufräumt. Als er erfährt, dass die Prinzessin geopfert werden soll, beziehungsweise bei einem Wettkampf vergeben werden soll an einen der drei Söhne des Genghis Khan, bietet er sich an, gegen diese zu kämpfen. Und danach, wenn er sie besiegt, kann er wählen, ob er die Freiheit der Prinzessin schenkt und die damit natürlich auch ihre Ländereien und alles andere wieder zurückerhält, oder aber ob er sich dann oder für sich selbst in Anspruch nimmt, in die Freiheit entlassen zu werden. Er besiegt die drei Brüder des Genghis Khan und begibt sich freiwillig in die Sklaverei, um der Prinzessin die Freiheit zu schenken. Und natürlich halten sich die Mongolen nicht daran, ganz im Gegenteil. Und natürlich hält sich dann auch irgendwann Marco nicht mehr an seine Worte, an sein Versprechen und begibt sich aus der Gefangenschaft heraus und nimmt den Kampf gegen die Mongolen auf. Das ist so der Plot dieses Films. Das Gute siegt natürlich wieder, das kennen wir ja alle. Und ja, dafür lieben wir diese schönen Filme der 60er Jahre. Und naja, das ist so der Plot, in dem es um diesen Film geht. Dieser Film ist ja in den 60er Jahren gedreht worden, eine italienische Produktion. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass diese im Fahrwasser vieler Herkules-Filme, also die Amerikaner, die Briten, jeder machte irgendwie Herkules-Filme, die Italiener die meisten, unter anderem ja auch mit ihrem eigenen Helden Maciste. Da gibt es ja dann etliche Machisten-Filme. Und die waren natürlich da ganz, ganz groß und da sind natürlich auch in den 60er Jahren viele, viele Filme dieser Art in unsere Kinos geschwappt. Ich kannte den Film bisher nicht. Für mich war das in der Tat eine Erstsichtung und ich fand den Film gar nicht mal so schlecht. Ich habe dann aber noch mal ein bisschen mit dem Film befasst und recherchiert und festgestellt, dass die Italiener so ein bisschen oder die deutschen Synchronfritzen da so ein bisschen was abgeändert hatten. Also die Stadt in der Originalfassung hat einen ganz anderen Namen als in der deutschen Fassung. Da heißt sie Lemberg. Lemberg ist, glaube ich, irgendwie eine Stadt, glaube ich, aus Ostpreußen, glaube ich, früher gewesen oder Tschechien oder aus dem Sudetenland. Ich habe da keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es ehemals, glaube ich, mal eine deutsche Stadt oder ist jetzt irgendwo ganz woanders. Jetzt hat das ein anderes Staatsgebiet. Auf jeden Fall, so heißt diese Stadt und das war so ein bisschen merkwürdig. Und Marco heißt er auch nicht im Original, der Superheld, der hat einen anderen Namen, aber ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Ist ja auch egal. Völlig egal, weil der Film macht auch so eigentlich Spaß. Dieser muskelbepackte Hauptdarsteller als Marco. Marco ist natürlich eine Augenweide für die Damenwelt. Also ja, und ein richtiger Sunnyboy, so mit Grinse, Grinse. Ja, also das ist so ein richtiges schönes Teil für einen Samstag-Sonntag-Nachmittag und auch was für verliebte Frauenaugen, die so auf diese Backpacker, wie ich immer sage, diese Muskelpacks stehen.
Ja, die DVD, nee Quatsch, die Blu-ray. Ich habe mir ja die Blu-ray zugelegt. DVDs kommen bei mir, wie ihr wisst, nur noch selten ins Archiv. Da muss also ein Film entweder nicht anderweitig verfügbar sein oder eben halt so teuer, dass die Blu-ray so teuer ist, dass ich sage, okay, ich greife erstmal auf die DVD zurück. Aber in diesem Fall ist da tatsächlich das Blu-ray erschienen. Ich habe sie mir geholt. Ja, und was soll ich zu dieser Blu-ray sagen? Ja, ich bin von dieser Blu-ray salopp formuliert enttäuscht. Denn Inkjet Pictures, die diesen Film herausgebracht haben, wobei ich sagen muss, ich weiß jetzt nicht, also im Film, also als Vorspann ist Inkjet Pictures genannt. Und das Label, jetzt habe ich die Blu-ray nicht zur Hand, das Label ist ein anderes, Mediax heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, machen nur den Vertrieb, aber Inkjet Pictures hat den Film für den Markt fertig gemacht. Und hier muss ich sagen, ich habe einige Filme von Inkjet Pictures, die nicht schlecht sind. Bisher hatte ich auch, von dem, was ich bisher von denen hatte, hatte ich bisher nie irgendwelche Probleme. Aber das Ding hier, das haben die völlig versemmelt, muss man ganz ehrlich sagen. Und da bin ich auch nicht mit einverstanden. Kommen wir aber erstmal zu dem, was auf der Scheibe denn an Extras drauf ist, bevor ich zu den zur DVD oder zur Blu-ray, ich will immer noch DVD sagen, zur Blu-ray selber komme. Es gibt einen als Extramaterial einmal den englischen Trailer, den aber kurioserweise in Schwarz-Weiß mit ganz grottenschlechtem Bild. Was das soll, weiß ich nicht. Das könnte auch ein Wochenschaubericht sein. Also ich weiß nicht. Also auch schlechte Qualität, VHS-Qualität würde ich fast sagen. Wer macht sowas? Das muss nun wirklich nicht sein. Und eine Bildergalerie. Das findet ihr bei dieser Scheibe an Extras. Das ist alles. Mehr gibt es nicht. Der Film selber, also die Blu-ray-Veröffentlichung selbst, ist. Ja, wie ich schon sagte, geht gar nicht. Also es fängt erstmal damit an, als der Film anfängt, ist da dieser Herkules, dieser Marco, reißt einen Baum aus. Diesen Baum legt er über einen Fluss, damit eine Familie, eine Frau mit zwei Kindern, drüber gehen kann. Die beiden unterhalten sich auch, aber auf Italienisch. Und ich spreche nicht Italiano, ich kann nichts Italiano, also von daher weiß ich nicht, was die da quatschen. Nun hat man gedacht, na gut, okay, damit man weiß, was die quatschen. Untertitel. Fehlanzeige gibt es bei dieser Blu-ray auch nicht. Es gibt keine deutschen Untertitel. Kurzum, es gibt gar keine Untertitel. Ich vermute mal, dass Inkjet Pictures die italienische Originalvorlage genommen hat und die Szene, die vor dem Titelvorspann ist, die nicht in Deutsch ist, die auch keine Untertitel hat, sondern nur in Italiano, dass die wahrscheinlich auch im Kino nie dabei gewesen ist. Und dann hat man einfach nur, zack, einfach auf die Scheibe geklatscht und ab dem Titelvorspann, da ist es dann deutsch. Da ist alles deutsch synchronisiert. Also das wird dann die Kinokopie gewesen sein. Und ich denke mal, das, was da vorne dran war, ja, das hat es im Kino wahrscheinlich auch nicht gegeben, weil sonst müsste ja irgendwo eine Tonspur aufzutreiben gewesen sein. Oder natürlich, man hat dieser Teil der Filmkopie, der fehlte. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, auf jeden Fall fand ich jetzt nicht so gut. Kann ich aber mit leben, weil, oder könnte ich mit leben, weil der Titelvorspann ja dann beginnt und dann kann man ja den Film auch ab dem Titelvorspann starten, weil die Szene vor dem Titelvorspann, ich weiß nicht, was der Dialog ist, weil ich kein Italienisch kann, gehen wir davon aus, es hat keine weitere Auswirkung auf den Film. Also da könnte man dann einfach gleich in den Titelvorspann reinschalten und starten. Wäre am besten, könnte man am besten gleich so machen. Doch, das ist noch nicht alles, was da so zu bemängeln wäre. Schlimmer ist noch, es gibt mehrere Stellen im Film, die asynchron sind. Erst kommt die Stimme, dann fangen an, die Schauspieler ihre Lippen zu bewegen. Das geht überhaupt nicht. Und wenn man so etwas anbietet, liebe Leute von Inkjet Pictures, dann müsst ihr das auch wieder korrigieren und richtig machen und solltet den Leuten, die diese Scheibe gekauft haben, eine Austauschmöglichkeit geben. Weil das geht nicht. Ja, von daher wandert die Scheibe auch von mir in die Mülltonne. Kann ich keinem anderen zumuten, sage ich ganz ehrlich. Es sei denn, Inkjet Pictures sieht das hier zufällig und sagt, hey, wir geben euch eine Austausch-Blu-ray. Wäre okay, dann würde ich mich bei euch melden und dann ist gut. Aber wie gesagt, sowas abzuliefern und dann auch für einen Preis, der
über 10 Euro liegt, finde ich schon ein bisschen gewagt. Also das ist nicht kundenfreundlich. Ich muss fairerweise aber auch sagen, dass ich mit Filmen von Enkel Pictures bisher keine Probleme habe. Die ich von denen im Archiv habe, waren bisher nicht zu beanstanden. Hier kann natürlich mal ein Fehler unterlaufen, aber dann muss derjenige, der die Endkontrolle macht, der muss natürlich aufpassen, dass sowas nicht passiert. Ja, also die Höllenhunde des Genghis Khan, ein schöner Film, wie ich finde, aber eine nicht zu empfehlende Blu-ray. Tja, ihr Lieben, so sieht's aus, eine nicht zu empfehlende Blu-ray. Und von daher gibt's für mich oder von mir auch keine Kaufempfehlung. Das soll schon wieder gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.